Hallo Leute, willkommen zurück zu Civilization 5. Ich werde hier gleich nochmal aufnehmen, ich habe heute noch ein bisschen Zeit. Moment, Quatsch, das war das Falsche. Dass wir das Spiel schnell voranbringen. Ich habe gestern Abend gespielt. Ja. Und heute noch ein bisschen. Ich finde das doof, dass ihr die Zeit seht, wenn ich das aufnehme. Aber ist ja, oder aufgenommen habe, aber ist ja wurscht. Nee. Jetzt machen wir ja weiter. Wir sind dabei gewesen, unser Reich aufzubauen. Gestern Abend war ich schon sehr müde, sonst hätte ich glaube ich noch 20 Minuten oder so länger aufgenommen. Ist ja nicht so wild. Aber ich habe heute noch ein bisschen Zeit gefunden. Ich glaube, müssen wir drauf. Ja gut, die Folgen, die jetzt rauskommen, kommen erst ein bisschen später. Vielleicht werde ich dann doch das schon tageweise rausbringen, je nachdem wie viele Folgen ich habe. Das schaue ich mir dann an. Weil allzu viel Zeit habe ich ja auch nicht immer aufzunehmen. Ich habe es ja glaube ich schon in letzter Aufnahme gesagt, ich werde dann Gothic weitermachen, das wird dann voraussichtlich täglich rauskommen, wie ich halt die Folgen dafür habe. Die ersten Folgen habe ich ja schon, könnt ihr auf meinem alten Kanal, wenn ihr schon spoilermäßig sehen wollt, sehen. Aber ich werde sie auf diesen Kanal hochladen und dann quasi nochmal neu veröffentlichen. Die werden aber auf jeden Fall täglich rauskommen. Das werde ich auch so beibehalten, weil es werden viele Folgen und daran werde ich auch schon einige Zeit sitzen. Gut, genau. In der letzten Runde haben wir die Sulu fertig gemacht. Und wir haben uns selber eine eigene Stadt gegründet, weil die hier blöd war. Ein bisschen weiter oben. Und da drücken wir einfach mal nächste Runde, während es eh noch einlädt. Ja, natürlich. Es ist immer klug, Kanonen, auch wenn du sie in deinem eigenen Gebiet hast, immer gleich aufzustellen. Weil es könnten ja Gegner kommen. Vielleicht sind Rebellen. Puff, tauchen da auf und schon kannst du sie mit deiner Kanone beschießen. Ja, es wird Zeit, dass Ngundu Lurview endlich hier aus dem Widerstand kommt. Damit man dort mal ein Gerichtsgebäude reinsetzen kann, ne. Es geht nicht klar mit dieser scheiß Unzufriedenheit. Ah, Gott sei Dank haben wir im Basel Kongo. Das war das Wichtigste. Dieses Kutzka. Das können wir immer noch bauen. Erobern meine ich bauen, genau. Weil ich gerade den Porzellanturm angeschaut habe, deswegen habe ich am Bauen gedacht. So. Umschau es, dann gehen wir dahin. Ja, auch gebaut. Dann baust du hier was. Oh, da ist noch Kohle. Ist ja nice. Und das gehört fast zu meinem Gebiet. Gut. Da haben wir mich im Bautrupp. Der baut schon. Den werde ich dann auch runterziehen. Waffenkammer. Ja, ich muss aus der Unzufriedenheit raus. Das nervt wie die Pest. Wieso habe ich jetzt schon wieder einen Reiter? Bin ich mit irgendeinem militärischen Stadtstaat verbindet oder so? Oder habe ich den ausgebildet? Mein Team. Ne, ich habe keinen. Ja, wahrscheinlich zur Unterstützung habe ich den noch gebaut und vergessen. Ist ja wurscht. Was bauen die jetzt? Ach nein, Quatsch, ich weiß jetzt warum. Mhm. Genau. Hier unten wollte ich ja noch eine Stadt gründen. Hey, da drüben ist noch Marmor. Irgendwann wird meine Stadt so groß sein, alles einnehmen hier. Ich finde diese Lücke hier drin so schlimm. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber jetzt schaue ich mir erstmal die Barbaren da unten an. Na komm. Die Frage ist natürlich, warum wächst Palenko eigentlich nicht? Die Hauptstadt hat nicht mehr Stadtmauern. So ein Scheiß. Na gut, aber so viel Produktion brauche ich dann vielleicht auch nicht. Ja.
Das passt jetzt schon. Ich kenne mich gar nicht mehr aus. Aber ist nicht so schlimm. So, da geht's lang. Genau. Olundi. Ja, das ist der perfekte Ort für die Schrottstärkel eigentlich. Weil die muss ich endlich mal bauen. Sink ich da ewig noch nach. Du bleibst auch einfach da. So. Du baust deine Mine. Wunderbar. Jetzt haben die mir irgendein scheiß Ding geklaut. Also nicht so schlimm. Ich mach die auch so noch fertig. Ja, die sind nicht mehr im Widerstand. Gut. Nächste Runde kann ich mir eh dann Gerichtsgebäude leisten. Das ist auf jeden Fall eine große Hilfe. Gut, dass wir jetzt so viel Goldproduktion haben. Dass wir mal schön auf Märkte und Banken. Nicht Bars. Bars würden natürlich auch Geld bringen, das ist richtig. Und lecker geschmackige Getränke. Die sind auf jeden Fall gut. So. Gut. Dann machen wir nach Korika. Ah, mei. Wo kommen denn die her? Ich habe ja lange keine Barbaren mehr gesehen. Außer die jetzt hier, die halt gespawnt sind. Also sonst muss man denn nicht... Na, das war jetzt nicht so klug. Ich wollte eigentlich Gerichtsgebäude bauen. Oh Gott. Egal, nächste Runde. Ist ja egoist. Ist ja nicht so schlimm. Ein bisschen Brain AFK darf man hier sein. Ich hab sowieso die Übermacht. Hahaha. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde. Ich weiß nicht, also. Wenn jetzt Militär aufbaut, ich glaube, gegen einen guten Spieler wäre ich jetzt nicht so gut, weil ich eindeutig am Anfang zu wenig Militär und wahrscheinlich gerusht werde. Ich hätte auch Angst, gegen andere Menschen die Spiele zu spielen, die halt Resident Evil im Internet spielen oder so. Ich glaube, die knallen dann voll weg. Aber. Ich find's auch krass, Leute, die auf Gottheit oder so spielen gegen Computer. Und die das dann irgendwie voll drauf haben. Ich weiß nicht, ich will immer, dass meine Städte ausgebaut sind, deswegen vernachlässige ich mein Militär. Und das nervt mich halt dann. Geil, jetzt können wir endlich unsere Ideologie wählen. Jetzt machen wir erstmal den ganzen Schmarrn hier. So. Produktion. Produzierst mal ein Zoo. Ideologie wählen. Ordnung. Garten. Generierung von großen Persönlichkeiten. Du baust eine Gendarmerie. Ja, genau. Meine schöne Ordnung. Das brauchen wir auf jeden Fall. Und dann Lokalzufriedenheit durch Monumente. Das ist natürlich auch nice. Aber ich glaube, ich brauche erstmal. Ich mache das mit den Dingen. Aber ich brauche jetzt erstmal Zufriedenheit. Sehr schön, schon sind wir im Plus. Puff! Geil, jetzt haben wir schon unsere Ordnung. Ich glaube, ich brauche dann noch ein zweites Ding. Eine zweite Einheit. Ich habe genug zur Verfügung. Ist das eine Gettenkanone? Ja, passt. Du kommst damit runter. Quietsch, 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 quietsch. Ich finde es so geil. Quietsch, quietsch, quietsch. So. Da jetzt ist es weniger traumhaft. Patz. Fast 100 weniger, ey. Jetzt haben wir 8 Zufriedenheit. So muss das, ja? Jetzt läuft's. Jetzt muss ich nur noch die Felder reparieren. Ich sehe, ihr bewundert meinen neuen Damast. Die wieder. Soll keiner sagen. Ich so, fangen wir wieder von vorne an. Treffen wir eine Abmachung. Okay, Mausi. Gewiss. Jetzt habe ich es zweimal hintereinander getroffen, das dritte Mal geht es natürlich nicht. Gewiss nicht. Ah, ich glaube, jetzt habe ich den Ding an dich verstanden. Hat die nicht gerade selber auch geboten? Ach, scheiß doch drauf.
Ich hasse das immer, wenn sie ein Angebot machen und es dann zurückziehen, wenn du es veränderst und eigentlich weniger verlangen. Da haben wir aber selber ein Eigentor geschossen da gerade. Ah, ist auch nicht so wild. Ich habe mal 223. Nice. Die Forschung rollt auch. Schütze. Mittlerer Abschnitt des Spiels. Das heißt, wir sind jetzt in der Mitte. Das ist die 11. Folge, oder? Nee, Quark. Nicht die 11. Folge. Quatsch. Ich habe gestern ein paar gerendert, deswegen. Nee, das war jetzt auch wieder falsch. Anders. Erst angreifen. Und dann. Jetzt hat. Brave Reiter. So. Dann baust du. Ja, Monument, oder? Noch mehr Zufriedenheit. Das Posen. Die Scheißpopbank hier mir auf den Sack, ey. Ich glaube, ich muss mir dann noch einen Baudruck kaufen. Ich sehe, ihr Was willst du denn bewundert jetzt meine neuen Dienst. dauernd? Soll keiner sagen, ich sei eine ungerechte Frau. Treffen wir eine Abmachung. Hier, lauf durch mein Land. Gewiss nicht. Gewiss nicht. Achso, die wäre dann noch was für mich. Gewiss Hier, nimm nicht. meine Pferde oder so ein Scheiß. Mein Gott, bau dir ein paar Reiter und sei glücklich. Cusco. Die Städte sind ein bisschen unglücklich gewählt. Es wäre in eurem Interesse, dass ihr dieses Angebot sorgfältig prüft. Vier, na klar. Nein. Jetzt habe ich es endlich gefunden. Ich weiß jetzt, wie es geht. Wir nehmen es Nein, nicht. für 4 Gold bist du wahnsinnig? Ich glaube, du rauchst ein bisschen. Leute. Wenn ihr mir was anbieten wollt, dann macht es gescheit. So, ja? Mit dem kann man wieder Deutsch reden, ja? Ach ja, genau, jetzt haben wir genug Glauben. Ah, mein Autsch, das ist immer noch nicht. Was ist denn jetzt schon wieder hier alles los? Machen Maria Theresia Pferde auf den Grenzen. Haben die mir den Krieg erklärt? Ich hoffe ja nicht. Na. Das hätte ich gemerkt, glaube ich. Ja, da kann man noch das Jägerlager ausbauen. So. Entschuldigung. Jetzt die Produktion. Produkt. Das ist wahrscheinlich die da oben gewesen, ja. So, 171. Ich baue mir noch ein. Bautrupp. Fertig. So. Ich muss echt warten, bis das jetzt 72 Druck, ey. Die haben noch einen Vogel. Was machen die mit meiner Hauptstadt, ey? Die nerven mich mit ihrer Scheißreligion. Was hab ich eigentlich für ein? Moscheen. Ja, das wäre jetzt natürlich cool gewesen die ganze Zeit. Aber nie. Aber wenn ich einen Propheten mache, dann ist er bestimmt vom Katholizismus. Ey, ich will mein Sandwich-Kult. Ich ist jetzt so scheiße. Diese Religion nervt mich, ey. Euch ist übernommen, schau dir das mal an. So ein krasser Scheiß einfach. Müsste oben mehr Bananenkohlen mit umbauen, das passt dann schon. Hier noch ein Bahnhof hin. Ja, sehr schön. So, reparieren. So, jetzt ist der Arsch endlich weg. Ich könnte eigentlich. Nee, könnte ich nicht, weil ich es ja nicht erforscht habe. Nack, nack. Ich kann noch nicht mal segeln. Geiler Scheiß. Ich liebe das. Ja, aber ich brauch's ja hier auch eigentlich im Moment nicht. Und
die Welt zu erkunden, ist mir eigentlich gerade schnurzpiep egal. Aber jetzt könnte man es langsam für den Weltkongress gebrauchen. Jetzt sind wir ja mittlerweile schon im fortgeschrittenen Zeitalter. Ah, jetzt kommt mein Ding, meine Göttingkanonen bald angerollt. Es wird auch Zeit. Wichtig ist, dass die noch Bestieneinheiten haben. Ich glaube, die Stadt baue ich hier hin. 1, 2, 3. Ja, wunderbar. Passt. Die baue ich genau dahin. Hier. Ja, perfekt. Die kann auf alles zugreifen, was in der Umgebung ist. Die ist da. So. Also. Beringer Krater. Verbindung zur Hauptstadt, okay. Da brauchst du erstmal einen Siedler. Und mit denen kaufen. So, hier beim Universität auf jeden Fall. Können wir so kaufen. Aquädukt, das wäre auch sehr nice. So, produktionieren. Nee. Du baust das mit dem Tempel da. Baust mal einen Kornspeicher. Volundi wurde anscheinend sehr in Mitleidenschaft gezogen mit dem Krieg. Oh, das war ihr Problem. Jetzt ist es natürlich mein Problem, weil es meine Stadt ist, aber ist mir auch egal, die bauen wir noch auf. Naja. So. Schauen wir, was die nächste Runde bringt. Gatling-Kanonen sind mal da. Ich darf die nicht immer vergessen, ey. Dann hätte die mit den Reiter, hätte ich die schon längst ausmerzen können. Nice. Ja, ich mag das. Das ist eigentlich total geil mit den Spionen, dass du dir automatisch. Oh, der Winder ist online. Ha! Dass du dir automatisch Glauben und so einen Scheiß holen kannst. So. Ne, was habe ich gerade für einen Scheiß geredet? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Irgendwas kann man dir automatisch holen. Ich weiß es echt nicht mehr, was ich gerade gesagt habe. OMG, lol. Naja, wurscht. So, das ist ja noch gar nicht fertig gebaut. So, wollen. Ah ja, genau, das ist ja automatisch Ruf holen von den einzelnen Stadtstaaten. Jetzt bin ich wieder dabei. Ratatatata. Tot. Nice. Oh, das hat auch nochmal Ruf gebracht. Ja, Hormus ist ja sowieso schon mit mir übelst befreundet, bis zum geht nicht mehr. Gut, dann brauche ich nur noch den Siedler, der gleich kommt. Wo ist der andere Bauarbeiter hin da unten? Den brauche ich dann wieder. Ich muss mir hier noch eine Stadt, eine Straße runterlegen. Gut. Ich mag diese Musik von Civ so geil, so gern. Und in jedem Nation gibt es andere Musik. Also ich glaube, es ist nach Kontinenten aufgespaltet. Ich glaube, mit den Inka oder so wirst du gleiche Musik hören. Und dann die europäische Musik und so und asiatische, das ist total geil. Ich spiele eigentlich nicht so oft asiatische Kulturen, habe ich gemerkt hier drin. Das Einzige, was ich mal gespielt habe, war Korea. Weil die anderen, die sind, naja... Alle auf Krieg irgendwie. Obwohl die Japaner jetzt besonders mit dem neuen Patch, also was heißt neuen Patch? Ich habe früher mal eine andere Version gespielt. Und da war Dings, China, nee Quatsch, Japan, hatte nur das, dass sie das schwächere Einheiten, dass die schwächeren Einheiten halt immer vollen Schaden machen, so. Und jetzt haben sie ja noch irgendwas für die Atolle und Fischerboote haben sie ja noch Kultur dazu gekriegt. Das ist auch nice. So. Was ist das noch? Mühle?